Liebe Pfarrgemeinde, da wir dieses Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen, haben wir für euch ein kleines Video vorbereitet. In den nächsten Tagen werdet ihr in euren Briefkästen ein Segenspaket von uns finden. Darin befindet sich eine Spendentasche, die ihr im Pfarrbüro oder bei einer von uns Organisatorinnen abgeben könnt. Wir zählen auf eure Spende, denn die Corona-Pandemie hat auch in den armen Ländern nicht Halt gemacht. Dieses Video findet ihr auch auf der Homepage unserer Pfarrei und wir hoffen, ihr teilt es mit ganz vielen Leuten und vergesst dabei die ältere Generation nicht. Mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein, wollt ihr mit uns der Erde Gutes tun, den Menschen Friedensboten sein. Ihr könnt mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein. Ihr könnt mit uns der Erde Gutes tun und Friedensboten sein. Für Kinder aller Länder, für Kinder in Not, könnt ihr das Wasser in der Wüste sein, die Fische und das Brot. Wollt ihr mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein? Wollt ihr mit uns der Erde Gutes tun, den Menschen Friedensboten sein? Ihr könnt mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein. Ihr könnt mit uns der Erde Gutes tun und Friedensboten sein. Für Kinder aller Länder, für Kinder im Leid, könnt ihr der Mantel in der Kälte sein, die Decke und das Kleid. Wollt ihr mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein? Wollt ihr mit uns der Erde Gutes tun, den Menschen Friedensboten sein? Ihr könnt mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein. Ihr könnt mit uns der Erde Gutes tun und Friedensboten sein. Für Kinder aller Länder, für Kinder allein, hört ihr die Liebe und das Sonnenlicht in dunklen Zeiten sein. Wollt ihr mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein? Wollt ihr mit uns der Erde Gutes tun, den Menschen Friedensboten sein? Ihr könnt mit uns die Welt verändern, mit uns ein Segen sein. Ihr könnt mit uns der Erde Gutes tun und Friedensboten sein. Wir wünschen euch von Herzen ein kurzes Jahr. Bleibt gesund, das wünschen euch der Kaspar, Melchior und der Balthasar.